Einen wunderschönen Tag. Herzlich willkommen hier aus Götzis. Ich begrüße Sie zum 47. internationalen Hypo-Mehrkampf-Meeting. Wir freuen uns bei den Männern auf zwei unglaublich spannende Tage. Das liegt vor allem natürlich an Damien Warner. Der Kanadier hat hier in diesem Stadion schon 6-mal gewonnen und hat heuer Großes vor. Einen Rekord möchte er noch einstellen hier und das ist der Meeting-Rekord. Der liegt bei 9.026 Punkten, aufgestellt von Roman Schäberle damals bei seinem Weltrekord hier mit 9.026 Punkten. Den möchte Damien Warner heuer brechen. Wir sind gespannt, ob es dem Kanadier gelingen wird. Die Herren sind bereits mittendrin im Aufwärmprogramm für ihren ersten Bewerb für die 100 Meter, die in wenigen Minuten hier in Götzis beginnen bei langsam besser werdenden Wetterverhältnissen. Die Temperatur steigt hier von Minute zu Minute. Wind ist nach wie vor im Stadion, aber das ist, das weiß man aus der Vergangenheit, auf der 100-Meter-Bahn kein Nachteil. Das sind zumeist Rückenwindverhältnisse. Und ja, und dann sind wir gleich bei der Vorbereitung. Bei der Vorstellung, pardon, natürlich, dieser ersten 5 Athleten. Ganz innen auf Bahn 1 eben Fran Bonifacic, 21 Jahre jung. Sechster der U23 Europameisterschaft 2021. Hat noch keine 8000 Punkte geschafft. In die Richtung könnte es für den Kroaten, sollte es für den Kroaten vielleicht hier gehen. Und daneben Nils Pitonvils, der Belgier. Sechster schon einmal gewesen hier in Götzis, nämlich im vergangenen Jahr. Dann geht es schon weiter über Tim Novak und Maisel Uibo, bekannter Mann, der erste mit der Nummer 4, 29 Jahre alt. Einer, der hier ein Top-Endergebnis abliefern kann und will. Und daneben Niklas Kaul, der deutsche Weltmeister von 2019. Schnellste Bestleistung, die hat Maisel Uibo, der erste, ganz knapp unter 11 Sekunden. Er und Tim Novak sind da nominell auf dem Papier die schnellsten jetzt einmal in diesem ersten Lauf über 100 Meter. Also das sind die Herren auf den Bahnen 3 und 4. So, im Moment kaum Wind. Die Windfahnen hängen da relativ klar nach hinten. Mal sehen, wie sehr sich das jetzt auswirkt. Der erste Start hat gleich einmal geklappt in diesem ersten Lauf. Und ganz innen der Kroate Bonifacic gut. Mit dem Beginn wird aber jetzt klar überlaufen. Und da gewinnt auf Bahn 5 Niklas Kaul in 11:19. Damit ist er klar besser als in Ratingen. Also ich glaube, da wird er nicht ganz unzufrieden sein. Kommt er fast an seine persönliche Bestleistung heran. Niklas Kaul. Ja, blickt er noch skeptisch in Richtung der Zeitnehmung. 11:18 wird sogar korrigiert und jetzt, ja, das ist einmal gut, wenn einer wie er da so zufrieden diese Leistung zur Kenntnis nimmt. Sehr guter Beginn für Niklas Kaul, der hier gut wegkommt und dann in der zweiten Hälfte des Rennens so richtig Meter und Tempo macht. Innen Bonifacic am Ende ist ein bisschen eingegangen, kommt nicht an seine Bestleistung heran, der Kroate 11:43, Uibo 11:21. Auch für den Esten ist das, glaube ich, kein allzu schlechter Beginn. Mit dem kann man, glaube ich, arbeiten, mit dem, was er da abgeliefert hat. Denn die Leistungen, die er heuer bisher hatte, hier auf Bahn 4, die waren eher mau. Aber jetzt einmal 11:21. Damit kommt er
bis auf 2 Zehntel an seine persönliche Bestleistung heran. Dritter dann Novak, dann Peter Mills und eben Bonifacic. Faustregel für Sie daheim. Etwa eine Zehntelsekunde sind 22 Punkte wert und 1000 Punkte bekommt man für 10,39. Die 1000 Punkte könnten vergeben werden dann etwas später. Niklas Kaul hat einmal gleich 900 Sekunden gegenüber seiner Bestleistung, nämlich seines WM-Titels, genau. 20 Punkte herausgeholt. Und daher eben auch die durchaus sehr positive, zuversichtliche Reaktion des Deutschen. Das sind die Herren, die jetzt im zweiten Lauf drankommen. Sie wissen, je später man seinen Start hat, desto schneller ist man über 100 Meter, desto stärker wird man eingestuft. Es sind jetzt schon viele mit Zeiten, die zum Teil deutlich unter der 11-Sekunden-Marke liegen, zu sehen in diesem zweiten Lauf. Wie zum Beispiel ganz innen er hier, Jack Flood aus den USA. Armin Feuer, knapp über 8000 Punkte. 11.00 seine Bestzeit. Vielleicht kann er diese Schallmauer heute unterbieten. Risto Lillemets aus Estland auf Band 2 war hier Zehnter im Feuer. Sehr gutes Ergebnis für den nächsten. Den kennen Sie, Kai Kaschmirek, oft hier gewesen, mittlerweile 31 Jahre alt, Olympia-Vierter 2016. Der kann deutlich unter 11 Sekunden laufen. Baptiste Thierry, junger Franzose, 20 Jahre, der U23 Europameisterschaftsfünfte in der vergangenen Saison. Und das ist der Juniorenweltmeister František Dubek aus Tschechien, hat in Nairobi da den Titel gewonnen in der Nachwuchsklasse der Junioren. Ganz interessanter Mann, der sich auch weiter steigern kann und wohl weiter steigern wird, vielleicht schon hier. Und auch ein Götzis Routinier, ein Götzis Veteran, außen auf Bahn 6 aus Deutschland, 35 Jahre alt, Arthur Abele. Also auch prominente Namen auf der einen und ja, die Namen von aufstrebenden Athleten wie Dubek auf der anderen Seite in diesem zweiten Lauf. Auch der Start ist gut. Auch da kommen alle gleich gut heraus beim ersten Versuch. Lillemets, der Erste, hat sich abgesetzt und wird aber noch überlaufen von Dubek, glaube ich. Aber gute Zeit, 10,79. Lillemets reißt die Arme nach oben, aber ich bin mir gar nicht sicher, wer den Lauf gewonnen hat. Didi sagt, du sagst ja. Ich glaube Dubek. Ich sag du, Dubek. Dubek, du hast Dubek gesagt. Wollte also, dich nur bestätigen. Aber das sind auch wieder gute Zeiten gewesen in diesem zweiten Lauf. 10,79 für Dubek, das wird bestätigt und das ist eine klare Verbesserung seiner persönlichen Bestleistung. 10,90 hat er bisher zu Buche stehen, der junge Tscheche. Und jetzt erstmal sogar unter 10,8 Sekunden. Bravo! Also wenn der hier so richtig in den Lauf kommt, dann kann er natürlich die 8.169 Punkte verbessern, die er in Nairobi geschafft hat. Er gewinnt hier diesen zweiten Lauf. Hier noch einmal die Wiederholung. Impressionen und Einstellungen. Wunderbare Bilder aus diesem zweiten Lauf. Jetzt nach 11.94 Uhr.
Zunächst Lillemets eben vorne, zieht die anderen da mit heran und nicht nur Dubek, sondern auch noch Baptiste Thierry vorbei am Esten. Auch Thierry wird hier mit 10,79 gestoppt. Auch persönliche Bestleistung für den jungen Franzosen. Also die zwei jungen Herren mit super Auftaktleistungen hier in Götzis. Auch der größte Jubel kommt von Lillemets, der sich auch verbessert auf 10,83. Hier noch einmal das Zielfoto mit den Top 3 allesamt. So schnell wie noch nie im Rahmen eines Zehnkampfes. Das fängt ja gut an. Jack Vlad, 11,04, auch mehr als nur im Rahmen. Der ist nur ein paar Hundertstel hinter seiner Rekordzeit. Also das war ein sehr guter zweiter Lauf eigentlich für nahezu alle. Und wie gesagt, die ersten beiden zeitgleich 10,79. Da gibt es auch schon mehr als 900 Punkte. Also da haben in den ersten beiden 100-Meter-Läufen schon einige Athleten wirklich Traumstarts hingelegt. Das macht Lust auf mehr und das gibt den Betroffenen natürlich auch ein super Gefühl jetzt nach den ersten Wettkampfsekunden hier in Götzis. Hunter Price auf Band 3 ist der schnellste, was die mitgebrachte Zeit betrifft in diesem dritten 100-Meter-Lauf. Aber alles der Reihe nach und all das, was ich Ihnen hier erzähle, habe ich mir nicht selbst zusammengesammelt, zusammengesorgt. Ich darf hier die Vorbereitung von Thomas König verwenden, die er mir dankenswerterweise ganz schnell und spontan zur Verfügung gestellt hat. Thomas, danke vielmals. Und hoffentlich kannst du ja dann morgen dann selbst wieder hier referieren. Neben Malik Diakite, dem Deutschen, sehen wir Sven Rosen aus den Niederlanden, auch 20 Jahre jung, zweiter der U23-Rennen im Vorjahr. Dann eben Hunter Price aus den USA, auch schon über 8000 Punkte, Bestleistung. Er will sich dann natürlich weiter verbessern, am besten schon hier. Dann Pavel Wisiolek, immer wieder hier mit dabei gewesen. Der polnische Topmann, jetzt schon 30 Jahre alt, hat sich im Vorjahr noch einmal auf über 8300 Punkte gesteigert bei den polnischen Meisterschaften in Warschau. Dann Jan Mitsche. Seine Eltern sind beide aus Österreich, haben aber viele Jahre in der Schweiz gelebt. Er ist in der Schweiz geboren, wurde auch in der Schweiz sozusagen, was den Sport betrifft, ausgebildet, startet jetzt auch für die TSG Wien und hofft hier für Österreich und für ihn natürlich auf ein Top-Ergebnis. Er läuft hier neben Hans-Christian Hausenberg, einem jungen Esten, der vor allem in den ersten beiden Bewerben sehr gute Ergebnisse schaffen könnte. Das ist ein schneller Mann, ein guter Weitspringer. Jan Mitsche hat 10,84 als 100-Meter-Rekord bis jetzt hier. Vielleicht kann auch er sich hier im Sog der anwesenden Athleten, der anwesenden Top-Konkurrenten steigern. Alles Gute für den 20-Jährigen auf Bahn 5. Los geht's! Ja, Jan Mitsche, glaube ich, noch ein bisschen zurück, aber jetzt versucht er dann hier heranzukommen, außen ganz schnell. Und das ist der klare Laufsieg für Bahn 6 für Hausenberg. Das war zu erwarten. 10,68. Guter Beginn auch für den nächsten. Persönliche Bestleistung eingestellt und möglicherweise Dritter, Jan Mitsche. Die 10,84, die werden es nicht gewesen sein, denn der Vorsprung von Hausenberg, der war doch recht deutlich. Wisiolek gratuliert dem Esten. Ja, der ist nicht zufrieden, der hat seine persönliche Bestleistung eingestellt. Der wollte schneller sein als die 10,68. Hat sich hier ein bisschen mehr erhofft aufgrund der jetzt im Moment doch recht guten
Verhältnisse. Die ersten Schritte von Mitchell gar nicht so schlecht. Neben ihm der Blitzstart von Hans-Christian Hausenberg. Ganz links im Bild, der ist der sich dann eben absetzen kann. Hunter Price und Mitchell, ja doch, wird Dritter, ich glaube Rosen Zweiter, 10,90, ja, und Mitchell die Zeit des Österreichers, 10,97. Ja, das ist immerhin schneller als in Belgrad. Und ich habe jetzt Gegenwind gehabt, 0,9 Meter pro Sekunde, also das ist leider auch Pech, ja. Das Pech beim Freiluftsport, ja. Der Wind dreht. Dafür gibt es keine Bonus. Oder hilft dir nicht. Das ist leider nicht Skispringen. Da gibt es keine Windpunkte. Also insofern muss man die 10,97 dann wieder als gut bewerten, würde ich sagen. Und immerhin Saisonbestleistung für Jan Mitchell. Rang 3 hat sich ja auch gut eingefunden in seinem Lauf. Dann Hunter Price 11,00, Wisolek 11,01 und Malik Diakite, der Deutsche, mit 11,06. Das ist auch nicht schlecht. Ist auch immerhin eine Zeit, die er dann gehabt hat, als er seinen Punktrekord aufgestellt hat, der junge Deutsche. So, im vierten und letzten Lauf sind dann die wirklich Schnellen dran, wie Damien Warner, wie Simon Ehammer, wie Linton Victor und Finlay Gayo. Also zwei Schweizer, zwei Kanadier, ein Athlet aus Grenada und Rick Tam aus den Niederlanden. Ja, Simon Ehammer, der wird natürlich sehr, sehr hoch gehandelt. Hat letztes Jahr hier schon angekündigt, er wird Damien Warner in den ersten beiden Disziplinen fordern und in Führung gehen möglicherweise. Dann hat man gesehen, dass ein Mehrkampf eben nicht planbar ist und dann ist Ehammer gekommen. Und er ist im Weitsprung ohne gültigen Versuch ausgeschieden. Aber drauf hätte er es. Ja. Und es wäre natürlich eine Situation, jetzt, ja, von denen nicht nur die beiden, sondern wahrscheinlich auch die anderen profitieren. Gerade jetzt über 100 Meter, da könnte man sich schon gegenseitig jetzt pushen zu guten Zeiten. Aber rein, was die Papierform betrifft, hat natürlich Damien Warner, der sechsfache Götzesieger, hier klare Vorteile. Aber heute gibt es eben einen neuen Wettkampf, ein neues Wochenende, eine neue Bewährungsprobe. Auch für ihn, für Finlay Gayo, den 23-jährigen Schweizer. 15. war er hier im Vorjahr als bester Rookie. Leighton Victor, den kennen Sie, der war schon öfter hier, der Mann aus Grenada, der in Texas studiert, 16. der Olympischen Spiele, kann hier um 10,6 laufen. Pierce Lepage, der zweite ganz starke Kanadier, schon einmal 10,3 gelaufen. Und dann Damien Warner. 10,12, die Zeit hat er auch hier in Götzis geschafft, als er 9.018 Punkte gemacht hat im vergangenen Jahr. Die viertbeste Leistung aller Zeiten. Und dann eben Simon Ehammer. Schneller Mann, weiter Springer, cooler Typ. Vorher ist er hier 10,77 gelaufen, Ehammer, und dann eben im Weitsprung, die jetzt gesagt, mit einem Salto Mullo mit drei ungültigen Versuchen. Rick Tam auf der Außenbahn auf Bahn 6. Hat eine Zeit von 10,63 auch schon einmal erreicht. Bei seinem Punktrekord war er deutlich langsamer. Der Niederländer da ganz im Hintergrund. So, der Wind schaut gut aus. Ja, schaut, ja, jetzt schaut, wieder aus. Schaut wieder nach Rückenwind aus. So, alles Gute auch den letzten sechs Athleten, die die erste Disziplin im Zehnkampf jetzt abschließen mit ihrem Start im letzten Vorlauf über 100 Meter. Ja, auch da geht's gut.
Und Damien Wollner in der Mitte gleich vorne weg, deutlich weg. Das schaut gut aus, guter langer Schritt und der deutliche Sieg für Damien Wollner in 10:14. Was ist hier los? Und das könnte ja noch korrigiert werden, aber er ist auf jeden Fall ganz nah dran an den 10:12, die hier im Feuer gelaufen ist. Also das ist großartig. Das ist nahezu an perfekt bei ganz leichtem. Rückenwind. Die 14 Zeit bleibt, wird nicht nach unten korrigiert, aber 1062 tolle Punkte für Damien Wollner. Großartig. Lepage dahinter 10:35 und Simon Ehammer 10:46. Also auch der Schweizer mit persönlicher Bestleistung ist hier im Windschatten von Damien Wollner auch ganz großartig hineingestartet in diesen Wettkampf. Der Start nicht ganz optimal von Ehammer, da hat er kurz in der Phase, in der man sich hier aufrichtet bei den ersten oder nach oder während der ersten Schritte, das ist nicht ganz rund gelaufen, aber dann am Ende hat er noch einmal gut Tempo machen können, wird hier Dritter, zwar deutlich hinter Damien Wollner, aber eben mit neuer persönlicher Bestzeit. Und Pierce Lepage Zweiter in 10:35. Dann Vierter Finlay Gayo 10:54, Rick Tam persönliche Bestleistung in 10:62 und Lincoln Victor mit 10:72 hier Fünfter in diesem letzten 100-Meter-Rennen. Natürlich ist es noch sehr früh, aber eine Basis oder ein erster Grundstein für Top-Leistungen, für wirklich ganz starke Zehnkampfleistungen sind einmal gesetzt worden. Hier nicht nur bei den Damen, sondern auch bei den Herren von einigen Athleten. Allen voran Damien Wollner 10:14. Auch Pierce Lepage bekommt mehr als 1000 Punkte für seine Zeit von 10:35 und Simon Ehammer beginnt so stark wie nie zuvor in 10:46. Wirklich ein cooler Typ, Boris. Ja. Während die Zeitlupe gelaufen ist, hat er schon Autogramme geschrieben. Erstmals. So, der Stand in Punkten. Kanadische Doppelführung. Dann sind die beiden Schweizer auf den Plätzen 3 und 4. František Dubek, auch mit einem wirklich erwähnenswerten Beginn, der tschechische Junior Weltmeister auf Rang 8, gemeinsam mit Baptiste Thierry. Also zwei Junge, die es hier zu beobachten gilt, die wir im Auge behalten werden und das mit großer Freude. Und Jan Mitsche, 13. nach den 100 Metern mit 867 Punkten. Inzwischen eine wichtige Durchsage für alle Hungrigen hier im Stadion. Wir haben für Sie ein vielfältiges Angebot. So. Die ersten Zeiten sind gelaufen, die ersten Punkte wurden vergeben und die ersten Stimmen, was den Männerzehnkampf betrifft, was Reaktionen betrifft, die hören wir uns jetzt an. Bitte, Andi Blum, du bist dran. Ja, also Damien Wollner mit einer Wahnsinnszeit und Jan Mitsche hat auch seinen ersten Bewerb hier in Götzis absolviert. Jan, ja, wie waren einmal die ersten Eindrücke, nicht nur von der Zeit her, sondern auch von der Atmosphäre gesehen? Ja, von der Atmosphäre unglaublich. Noch nie sowas erlebt. Unglaubliches Gefühl, ja. Sie waren ja gestern, haben Sie angekündigt, schon ein bisschen nervös, Vorfreude. Wie hat sich's heute angefühlt? Das Einlaufen war sehr gut. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Ich dachte, da kommt eine gute Zeit raus. Aber als wir dann rübergegangen sind vor die Haupttribüne, da waren dann die Beine schon relativ auch nervös. Jetzt waren es am Ende 10:97, nicht ganz an Ihre persönliche Bestleistung herangekommen, aber ich glaube, es war der einzige Lauf mit ein bisschen Gegenwind. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Zeit? Sie ist unter 11, das ist mal okay. Ich wollte so im Bereich 85, 80 laufen. Ja, da hat ein bisschen die Nervosität zusammengespielt, ein bisschen verkrampft die ersten 30 Metern.
Hinten raus war es dann noch relativ gut, aber dann war es auch ein kleiner Gegenwind. 97 ist solide, ja. Wie schwierig ist es, diese Atmosphäre, diese Nervosität auch in positive Energie umzuwandeln? Beim Sprint relativ schwierig, weil man da nur einen Lauf hat und man möglichst entspannt laufen muss. Bei den technischen Disziplinen hoffe ich, dass es ein bisschen besser geht und ich da ein bisschen die Stimmung mitnehmen kann. Dann schauen wir auf den Weitsprung mit der Unterstützung der Fans. Was ist möglich? Ja, die 7 Meter schwirren schon lange in meinem Kopf rum, sind möglich. Hat noch nie richtig gepasst. Heute wäre ein guter Tag dafür. Ich werde alles geben. Wir wissen ja, Sie leben und wohnen in der Schweiz, trainieren auch dort. Ist ein kleiner Fanclub mit hierher gekommen? Leider nicht, nein. Meine Freundin ist hier, mein Trainer, alle aus Zürich. Es sind schon ein paar einzelne Leute hier, aber jetzt nicht ein Fanclub. Ich muss mich auf den Zehnkampf konzentrieren. Und das tut auch ein anderer Schweizer, nämlich Finley Gallo. Erster Versuch in der zweiten Disziplin des Zehnkampfs im Weitsprung. Und dieser erste Versuch von Gallo ist auch zugleich sein bester. Kommt auf 7,70 Meter, das ist die viertbeste Leistung an diesem Tag. Der Superstar ist ein sehr, sehr guter Weitspringer, Damien Warner, und er führt ja auch nach dem 100 Meter Einstieg. Bestleistung deutlich über 8 Meter im ersten Versuch. Damien Warner kommt da schon sehr nah dran an diese Marke. Es werden 7,93 Meter. Damit ist er der Zweitbeste in Götzis. Das Duell mit Simon Ehammer, dem jungen Schweizer, ist angesagt. War schon letztes Jahr angesagt. Heuer allerdings in Götzis. Da kommt es so richtig zum Tragen. Warner schafft im zweiten Durchgang 7,83. Den dritten macht er ungültig, aber dann ist er selbst Zuschauer bei Historischem, gezeigt von Simon Ehammer, dem Schweizer. Und dieser Schweizer hat vor wenigen Wochen in Ratingen mit 8,30 Metern Warner den Weltrekord für einen Weitsprung im Rahmen eines Zehnkampfs entrissen, aber es kommt noch besser. Und jetzt dann als Letzter in der Gruppe A, da macht er sich bereit, der 22-jährige Simon Ehammer. 8,30 Meter ist er zuletzt gesprungen in Ratingen. Das ist Weltrekord innerhalb eines Zehnkampfes in dieser Disziplin. Das ist herausragend. In Götzis hier im Feuer hat er 3 ungültige Sprünge gehabt. Hat dann zwar noch den Kugelstoß gemacht, aber dann den Zehnkampf. Heute wünschen Ihnen die Fans, die Zuseher und hoffentlich auch Sie daheim natürlich viel mehr Glück und hoffen, dass er die 8 Meter überspringen kann, um hier für einen Top-Weitsprung, für eine Top-Leistung zu sorgen. Nimmt sich Zeit, nimmt das Publikum mit, nimmt Anlauf, nimmt Fahrt auf. Und springt gut. Bravo, ist der gültig? Boah, ja, der ist gültig. Über die Super Sprung. Das ist die Ehammer-Weitsprung, schon wie wir sie erhofft haben. Erster Akt. Simon Ehammer. Erwartet. Wie viel Zentimeter war dieser Sprung? Über 8. Das ist ja unfassbar. 8,45 Meter, das ist eine neue Galaxie, die er davor stößt. Das gibt's nicht. Ein Supersprung, perfekter Absprung. Er nimmt alle Energie, alle Geschwindigkeit in Höhe mit. Und dann ist auch die Weite da. Was für eine Weite. 8,45 Meter, das ist außergewöhnlich herausragend. Ein Superflug. Ich glaube spontan, das wäre in London Olympiagold gewesen. Ich glaube, Greg Rutherford hat 8,33 oder so gehabt. In der Spezialdisziplin. Ja, das ist Wahnsinn. Zentimeter besser als je ein anderer zuvor, und der war auch hier. Und er hat sich sicherlich viel vorgenommen, aber von so einer Weite hat er wahrscheinlich nicht einmal geträumt. Also 8,45 Meter in einem Zehnkampf. Ich sage jetzt einmal, das wird länger stehen. Aber WL, das könnte World Lead sein, das schauen wir an, im echten Weitsprung. Du vergleichst das bitte ja mit den Weitsprung-Spezialisten.
Was macht er jetzt? Interessiert mich jetzt dann auch, bin ich gespannt. Springt er noch einmal oder sagt er nein? Besser geht es eigentlich nicht. Ich nehme das mit, was ich hier habe. Ich nehme die 8,45. Ich nehme die Punkte. Wir freuen uns mit ihm. Nein, das ist unglaublich. Herrn Simon, ich haben wir lässt dann wirklich aus, lässt es bei diesem einen Wundersprung bewenden. Auf der Anlage B, Jan Mitsche, der Österreicher. Zweimal an die 6,5 Meter gesprungen und auch sein dritter Versuch ist in diesem Bereich. Danke für den Österreicher, dein Leben. Zehnkampf fehlt 6,54. Es werden am Ende 6,58 Meter für den 20-Jährigen. Da verliert er natürlich auch die absoluten Spezialisten. Eine Menge. Und ergänzend noch zu Simon Ehammer, es wäre auch in Tokio Olympiagold im Weitsprung gewesen, was der Schweizer hier gezeigt hat. Jan Mitsche, konstant 6,58 Meter als bester Wert bei drei Versuchen. Apropos drei Versuche, Lyndon Victor, einer der Mitfavoriten für diesen Zehnkampf, hat zwei Fehlversuche. Das ist sein letzter, seine letzte Chance, Punkte zu machen und somit ernsthaft im Bewerb zu bleiben. Er riskiert voll. Und es geht auf. Nicht nur gültig, sondern auch weit. 7,42 Meter. Volles Risiko. Kein Millimeter hergeschenkt hier. Glück des Tüchtigen für Lyndon Victor, der sich damit auch die siebentbeste Weitsprungleistung in der Gruppe A gleich einmal sicher. Und er bleibt im Geschäft. Große Erleichterung bei ihm, dem Superspeerwerfer, damit er überhaupt in diesen nächsten Wettkampf Tag 2 dann auch noch mit Chancen hineingeht. Applaus vom Publikum in Götzis für ihn. Und auch der Nächste, der braucht die Unterstützung, Hans-Christian Hausenberg aus Estland. Ein guter Weitspringer, der ebenfalls zwei Fehlversuche stehen hat. Und mehr als drei gibt es im Mehrkampf nicht. Er zieht voll durch, langer Anlauf. Und wie Lyndon Victor gelingt auch ihm ein ausgezeichneter dritter Versuch. Schüttelt zwar den Kopf. Aber wichtig ist, dass auch er gültig ist und auch bei ihm ist es eine Punktlandung. Zweimal Risiko, zweimal aufgegangen und so oft hat es den Götzis schon im Weitsprung für so manchen Athleten oder auch Athletin im Siebenkampf hier das ausgegeben. Nicht so bei Hans-Christian Hausenberg, drittbeste Weite, knapp hinter Warner und natürlich hinter dem überragenden Simon Ehammer. Dann noch zu Kai Kasmirek, 7,04 nur im ersten, dann 7,45 Meter, schon halbwegs okay. Er hat schon angeschrieben und riskiert auch im dritten voll. Und der dritte wird sein bester. Kai Kasmirek schafft 7,56 Meter und ist der fünftbeste in der Gruppe A. In der zweiten Disziplin Weitsprung. In der Gruppe B hat Malik Diakité mit 7,58 die Nase vorn. In Summe geht es natürlich nur um die Punkte. Egal in welcher Gruppe man springt, das sind 950 im Fall von Kai Kasmirek. Und natürlich führt jetzt der Rekordmann Simon Ehammer vor Damon Warner. Dahinter entsteht schon eine gewisse Lücke, aber von Rang 3 bis zu Rang 10, da ist es recht knapp, kann noch ganz viel passieren für die nächsten folgenden 8 Bewerbe, 3 davon noch am ersten Tag. Aber Simon Ehammer überstrahlt jetzt schon alles. Ja, Simon Ehammer ist bei uns. Simon, was für eine Flugshow im Weitsprung. Unfassbar. 7,45 Meter, 8,45 Meter natürlich. Sie wären mit dieser Weite Olympiasieger bei den Spezialweitspringern geworden vor einem Jahr in Tokio. Nehmen Sie uns mit, wie haben Sie das Ganze erlebt vor wenigen Minuten hier? Ja, es war unglaublich. Also ich wusste ja, dass ich weitspringen kann, habe ich ja vor 3 Wochen schon gezeigt.
Ich wusste, Götzis ist eine gute Anlage und wollte unbedingt das besser machen vom letzten Jahr. Und es war einfach von A bis Z ein genialer Sprung. Jetzt haben Sie letztes Jahr angekündigt, Sie wollen nach zwei Bewerben vorne liegen. Das hat nicht funktioniert. Heuer hat man nichts gehört. Jetzt haben Sie es geschafft. Was sagen Sie dazu? Ja, war vielleicht so ein Ziel, das ich noch verfolgt habe, aber nicht mehr geäußert habe. Ist natürlich schön, wenn man nach zwei Disziplinen vor Olympiasieger Damon Warner stehen kann. Und ja, das Ziel ist natürlich, möglichst lange den Kampf offen zu halten. Aber ja, Damon Warner ist ganz klar die Nummer 1 und ihn gilt es zu schlagen oder möglichst lange dran zu bleiben. Und mit dem Weitsprung habe ich sicher viel gut gemacht. Sie haben ja gerade in Ratingen den Schweizer Zehnkampfrekord pulverisiert sozusagen. Was haben Sie jetzt heute und morgen in Götzis noch vor? Ja, das Ziel wäre das gleiche nochmal. Also in Ratingen war es sehr konstant, wirklich ein guter Zehnkampf. Ja, jetzt geht es weiter so. Ich konnte jetzt in den ersten zwei Disziplinen wieder einen drauflegen. Jetzt hoffe ich, das kann ich in den anderen 8 auch noch. Dann kommt das ganz, ganz gut. Wo ist am wahrscheinlichsten, dass noch was möglich ist nach oben? Sicher in den Würfen, wo ich natürlich meine Defizite habe, wo es auch einfacher ist, noch mal weiter zu generieren. Aber auch 400 Meter und 1500 Meter, wo ich einfach gemerkt habe, ich habe es lange nicht mehr als Wettkampf gemacht. Und da fehlt einfach die Routine. Da glaube ich, kann ich dieses Wochenende sicher noch mal stärker sein. Eine Ansage in Richtung Damon Warner und wir kommen zur dritten Disziplin. Zum Kugelstoßen. Warner hat sich auch da längst etabliert. Und in seinem ersten Versuch kommt er gleich an die 15-Meter-Marke hin. Let's go! Marke 14,92 Meter für Damon Warner. Eine absolut zufriedenstellende Leistung. Jetzt dann noch 14,85 nach, aber es bleibt sein erster Stoß auch gleich sein bester. Das ist Rang 4 in dieser Disziplin. Erwartungsgemäß sollte Warner hier dem Schweizer Simon Ehammer ein paar Punkte abnehmen, also das Duell könnte sich auch nach der dritten Disziplin noch mehr zuspitzen. Der neue Leader nach seinem Fabelweitsprung, Simon Ehammer. Der erste Versuch 13,41 Meter, da fehlt ihm ein ganzes Stück auf Damon Warner und das holt er sich im zweiten Durchgang. Setzt einen Meter drauf. Der 22-Jährige lässt sich nicht abschütteln. Meter und 42, also nur einen Hauch hinter Warner. 8 Bester im Kugelstoßen. Damit bleibt Simon Ehammer ganz vorn dabei. Die Punkte für den in 14,92 sind 7 Punkte. Der Weltmeister von Doha, Niklas Kaul. Erster Versuch schon 14,16 Meter, ganz ordentlich. Und sehr dynamisch schleudert er die 7,25 Kilo Kugel auch Richtung der 15-Meter-Linie, nicht ganz. Für Niklas Kaul gibt es 14,59 Meter im zweiten Durchgang. Im dritten kommt er auch über 14, bleibt aber dann dahinter. Also gute Serie. Rang 6 in dieser Disziplin. Ja, und Niklas Kaul hat sich soeben auf 14,59 Meter gesteigert. In Gruppe A wohlgemerkt. 13,73 für Sven Rosen, er liegt auf der Anlage. Der Gruppe B, da tritt Österreichs Vertreter Jan Mitsche an. Ist ein guter Kugelstoßer. Und er ist in der Gruppe B sogar der Beste. Jan Mitsche nach 13,12 Meter, 14,02 Meter im dritten Durchgang mit 14,87 Meter. Absolut top. In Summe die sechstbeste Leistung, sogar noch besser als Weltmeister Kaul. Ja, und auf der Anlage B, da darf sich der Jan Mitsche über ein Wahnsinnsresultat verbessern. Also noch mittlerweile 3 Disziplinen macht der Debütant sehr gute Figur in Götzis. 67, er setzt sich da
persönliche Bestleistung für Jan Mitsche. Der Belgier wieder in Gruppe A jetzt, Nils Pietumwils. Der erste Stoß knapp unter 14 Meter, der zweite knapp besser. Und der dritte ist auch sein bester. Kratzt jetzt schon an der 15 Meter Marke. Und Nils Pietumwils jubelt über einen persönlichen Rekord, so wie einige andere auch. 14 Meter und 94 für den Belgier. So weit hat er die Kugel in einem Zehnkampf noch nie gestoßen. Das ist die drittbeste Marke in der dritten Disziplin. Kai Kasmirek, auch zufrieden, kommt im dritten Versuch auf 14,16 Meter und holt damit am letzten Drücker fast noch einen Meter weiter heraus. Ganz wichtig, um im Match in der Gesamtwertung dabei zu bleiben. Daher die große Freude beim Deutschen. Ist insgesamt ein Stück hinter den Besten in dieser Disziplin, aber Kai Kasmirek, sehr, sehr guter 400-Meter-Läufer, bleibt im Geschäft. Die zwei Besten fehlen uns noch, zum Beispiel der Este Risto Lilimetz. 13,58, dann starke 14,56 Meter, aber er hat noch nicht genug. Sein dritter Versuch. Und wieder wird die 15-Meter-Linie strapaziert. Und Risto Lilimetz jubelt und er jubelt zurecht. Es ist zu diesem Zeitpunkt der zweitbeste Stoß, 14,97 Meter. Der 15er fällt zwar nicht ganz, aber Top-Bestleistung für den nächsten. Also einige Athleten schon sehr früh in der Saison sehr gut in Form. Zum Beispiel im Kugelstoßen. Risto Lilimetz mit Bestleistung. Genau, um einen Zentimeter verbessert mit ehemaliger Europameister. Kräftiger Athlet. Erste war ungültig. Dann hat er 14,88 Meter geschafft im zweiten Durchgang. Also kann angreifen. Sehr dynamischer Stoß und auch er ist nicht zufrieden. Hat besser ausgesehen. Er wollte mehr. Der Mist, der geht bis 14,89 Meter und bringt Arthur Abele immerhin die fünftbeste Leistung im Kugelstoßen. Einer Disziplin, in der er sich allerdings eher etwas mehr ausgerechnet hat. 14,89, er steigert sich um einen Zentimeter. Der Beste in dieser Disziplin, der hat das gleich mit dem ersten Durchgang bewiesen. Da kam er auf 15,13 Meter, dann kam er auf 15,84 Meter. Eine kontinuierliche Steigerung bei Lyndon Victor, von ihm ist nämlich die Rede. Wir erinnern uns, im Weitsprung gerade noch im Salto Nullo entkommen, hat er jetzt schon die Disziplin Nummer 3 für sich entschieden und er hat noch einen Versuch. Da begeistert er das Publikum in der Kurve. In Götzis. Alle haben sich versammelt rund um die Kugelstoßanlage. Und sie sehen die beste Leistung
im letzten Versuch von Lyndon Victor. Nicht weniger als 80 Punkte plus hat er gegenüber dem zweiten in Weite ausgesprochen. 16,28 Meter, 1,3 Meter besser als Lillimetz. Der klare Disziplinensieg und Lyndon Victor schiebt sich damit natürlich auch nach drei Bewerben in der Gesamtwertung recht weit vorne ins Klassement. Weiter geht es dann im Zehnkampf um 16 Uhr. Vierte Disziplin ist der Hochsprung, also noch einmal ein Technikbewerb. Und davor schaut es nach drei Bewerben folgendermaßen aus. Lyndon Victor mischt mit, dank der Saisonbestleistung von 16,28 Meter. Vorne bleibt um 27 Punkte noch Simon Ehammer vor Damon Warner. Lyndon Victor jetzt Dritter vor Finlay Gayo. Weiterhin sehr knapp zwischen den Plätzen 3 und 9. Ein Duo hat sich abgesetzt. Und im Hochsprung geht dieses Match natürlich in die vierte Runde. Davor Jan Mitsche. Auch in der vierten Disziplin zeigt sich der Debütant von seiner besten Seite. Zweiter Versuch, 1,94, übersprungen, Topleistung wieder für den 20-Jährigen. Damit ist er sehr zufrieden und liefert dem Publikum hier auch gleich eine feine Show. Amazon von der Turnerschaft Regenswald-Ruster, 7 Sekunden 95. Auf dem zweiten Platz Anna Neuwirter, Turnerschaft Regenswald-Ruster, 7 Sekunden 77. Weniger gut läuft's für den Weltmeister aus Deutschland. Niklas Kaul, 1,91 Meter hat er übersprungen. Bei 1,97 Meter tritt er wieder an, Fehlversuch und dann gibt er diesen Wettkampf auf. Lässt's im Hochsprung sein. 1,91 kommt zwar in die Wertung, aber danach noch zu viele Schmerzen. Er steigt aus. Aus dem Hochsprung Lyndon Victor, der Sieger des Kugelstoßens, im zweiten Versuch über 2 Meter. Da bleibt er halbwegs im Rennen. Jake Flatt. Platz, zweiter Versuch jetzt bei 2 Metern. Damon Warner, der Rekordsieger hier in Götzis, hat bei 1,91 begonnen, bis zu 2,035 Meter Höhen somit zu absolvieren. Und alle schafft er im ersten Versuch, scheitert dann erst an 2,06 Meter für Damon Warner. Eine zufriedenstellende Leistung. Ist immer eine Freude, Damon in den technischen Disziplinen zuzuschauen. Nicht ganz so solide wie der Kanadier ist Simon Ehammer unterwegs. Bei 2 Metern hat er den dritten Versuch gebraucht, um die Punkte noch mitzunehmen und auf 2,03 zu steigen. Auch hier der letzte Versuch und auch den schafft er. Nervenstärke beim jungen Schweizer. Er egalisiert die Leistung von Damon Warner. Schafft im letzten Versuch auch die 2,03, das bringt natürlich die gleichen Punkte wie jene von Warner. Keine Mehrarbeit. Aber 831 Zähler für Ehammer und für Warner. Der Abstand bleibt also gleich nach dem Hochsprung. Ja, und damit waren die 6 Athleten über der 2,03-Marke. Die 2,03, die sind zu einer Schallmauer, auch Kai Kasmirek schafft es im dritten Versuch über diese Marke. OPB ist Jan Mitsche mit seinen 1,94 der drittbeste, 1,97 ist da das höchste der Gefühle und wir sind wieder auf der Anlage A bei 2,06 Meter. Michael Uibo
Der hat schon bei 2 Metern und 2,03 einen Fehlversuch gebraucht. Aber Aistek kommt schön langsam im Wettkampf an. Und wir kommen zur nächsten Siegerehrung. Männliche U-14. Diese Leistung ist die zweitbeste an diesem Tag. 2,06 im dritten Versuch, übersprungen von Michael Uibo. Einer ist noch besser in der vierten Disziplin und er kommt aus den USA. 1,91 zum Aufwärmen, dann 1,97, 2 Meter, 2,03, alles im ersten und mit etwas Glück im letzten Versuch auch 2,06 geschafft. Und im zweiten Versuch ist Hunter Price auch über 2,09 drüber. Und damit holt er sich mit etwas Glück den Disziplinensieg in der vierten Disziplin. Ja, wir haben hier 5 Zeitläufe auf dem Programm und jetzt im ersten Zeitlauf sehen wir gleich auf der Bahn 2 Julia. Fliegt Raumschiff Hunter Price über die 209. 887 Punkte für ihn. Unter den ersten beiden keine Veränderung. Linden Victor verteidigt Rang 3. Hunter Price jetzt Vierter und weiterhin eine enge Geschichte um die Platzierungen. Es folgt der letzte Bewerb nach dem ersten Tag, die 400 Meter. Langsam nähert sich der erste Wettkampftag beim Hypo-Mehrkampf-Meeting hier in Götzis dem Ende entgegen. Eine Disziplin, ein Bewerb steht hier noch auf dem Programm. Ein Rennen wird hier noch abgewickelt, jenes über 400 Meter. Der Männer, 18 Athleten sind verblieben in dieser Konkurrenz. Das heißt, es wird 4 Läufe geben über die Stadionrunde. Und gleich im ersten Lauf wird Österreichs Vertreter Jan Mitsche mit dabei sein. Da sehen wir ihn schon auf Band 2. Im Moment liegt er eigentlich im Vergleich zu seinem zweiten Platz bei den Balkanmeisterschaften, als er mit 7.115 Punkten persönliche Bestleistung aufgestellt hat. Gut, hat er knapp 30 Punkte mehr gemacht, verglichen mit damals. Also vielleicht gelingt ihm jetzt auch noch zum Abschluss des ersten Wettkampftages, der sicherlich der stärkere ist beim jungen Mann, ein gutes 400-Meter-Rennen. Er hat an sich die schnellste Zeit mitgebracht hinein in den Lauf. Das sehen Sie im Vergleich mit Risto Lillemets, Jack Flatt, Marcel Uibo und Fran Bonifacic. Vielleicht kann er sich steigern. Die Damen hatten, was die 200 Meter betrifft, durchaus gute Zeiten anzubieten. Sicherlich auch dann ein bisschen beflügelt vom Rückenwind, vor allem auf der Zielgeraden. Aber das gleicht sich natürlich über die Stadionrunde aus, denn da geht es auch auf der Gegengeraden dann in diesem Fall gegen den Wind für die Herren. 400 Meter, andere Sache, brutaler, andere Einteilung gefragt und hoffentlich kann sich der junge Österreicher hier das Rennen entsprechend gut einteilen, um am Ende noch Reserven zu haben für die erhoffte gute Zeit. Jack Flatt im Zentrum auf Bahn 4. Daneben Uibo und ganz außen Fran Bonifacic, der Kroate. Daumen halten, vor allem aus österreichischer Sicht für Jan Mitsche. Ist vielleicht auch kein Nachteil, dass er hier auf Bahn 2 läuft, hat das Feld dann vor sich. Lange Zeit. Es wird ihm vielleicht helfen, sich auch die ersten Meter, die erste Kurve und dann die Gegengerade gut einzuteilen. So, der erste Start hat hier natürlich auch gleich funktioniert. Eine Zeit von unter 50 Sekunden ist hier zu erhoffen. Und vielleicht kann Jan Mitsche deutlich unter der 50-Sekunden-Marke bleiben. Auf der Gegengerade ist er aufgelaufen zu Risto Lillemets. Sehr schneller Beginn, engagierter Beginn des Österreichers. Die 200 Meter sind absolviert und Mitsche nach wie vor sehr engagiert, sehr offensiv laufend. Ist schon dran an Flatt und wird wohl als Erster hier auf die Zielgerade kommen. Er hat, wie gesagt, die schnellste 400-Meter-Zeit. Und jetzt gilt es auch für die Fans hier Stimmung zu machen, Betrieb zu machen. Mitsche fällt jetzt ein bisschen zurück. Lillemets ist vorne, dann
Janicek muss kämpfen, wird Dritter, Flat, Zweiter und die Zeit ist 49,77. Also gute Zeit für Risto Lillimetz. Der kommt da an seine persönliche Bestleistung fast heran. Für Janicek wird es knapp werden mit einer Zeit von unter 50, denke ich. Aber gleich werden wir hier die Zeiten bekommen. 49,76, das ist die Siegerzeit für Risto Lillimetz. 50,13 für Jack Flatt und Jan Mitsche ist 50,65 gelaufen. In seinem besten Zehnkampf 50,01. Also heute ein paar Hundertstel, eine starke Zehntelsekunde langsamer Jan Mitsche. Aber er hat den ersten Tag wirklich ordentlich jetzt beendet. Es waren einige sehr starke Leistungen dabei und jetzt diese abschließende 400-Meter-Zeit, wo ihm auf der Zielgeraden dann die letzten Reserven im Vergleich mit den anderen gefehlt haben. Da bekommt er noch einmal 785 Punkte dazu, Jan Mitsche, für die Zeit von 50,65. Sie haben das Ergebnis des ersten Laufes auf dem Video. Und es waren nicht ein paar Hundertstel, es waren ein paar Zehntel. Da habe ich mich geirrt. Ich habe seine Leistung auf die Zeit von Jack Flatt bezogen. Pardon, 50,65, er blieb eben deutlich über 50. Also nicht ganz wie erhofft der heutige Tagesabschluss beim Österreicher. Nur vier Athleten im zweiten von insgesamt vier Läufen. Da geht es schon in den Bereich von 48 tief. Hunter Price, der beste Hochspringer auf Bahn 5, wird uns hier gezeigt. Neben František Dubek läuft ganz innen Linton Victor auf Bahn 3. Also einen Stier würden Sie sagen. Und ganz außen auf Bahn 6 Arthur Abele, der schon unter 48 gelaufen ist, 47,98. Heuer allerdings noch nicht unter 49. Hat alle seine persönlichen Bestleistungen in den Lauf- und Sprungbewerben schon vor einigen Jahren aufgestellt. Arthur Abele 2016, das war seine Saison, in der er absolutes Topniveau abgeliefert hat, eben in den Disziplinen, wo es da vor allem um die Schnelligkeit gegangen ist. Jetzt alles Gute für den zweiten Lauf. Von innen nach außen noch einmal Linton Victor, dann František Dubek, den wir hier sehen, Hunter Price und Arthur Abele. So, die Serie der erfolgreichen Startvorgänge geht weiter. Es gab noch keinen einzigen Fehlstart bei den heutigen Laufentscheidungen, weder bei den Damen noch bei den Herren. František Dubek sehr gut, liegt er im Moment wohl vorne, eingangs der Zielkurve, aber auch Linton Victor mischt mit und kommt stark auf. Abele fällt deutlich zurück, auch keine Chance für Hunter Price. Linton Victor geht vorbei an František Dubek. Die beiden sind vorne, aber jetzt tut es wirklich weh. Jetzt kommen die letzten 70, 80 Meter. Linton Victor behält die Führung. Dubek bleibt Zweiter, weiter kämpfen. Das Tempo hochhalten ist jetzt die Devise und 48,85 für Linton Victor. Das könnte neue persönliche Saison-Bestleistung sein für den Mann aus Granada. František Dubek auf Rang 2 in diesem zweiten Lauf über 400 Meter im Zehnkampf der Männer.
Ja, Dubek 49,18, das ist die Zeit für den Tschechen im roten Trikot, der hier Zweiter wird. Dann 49,65 für Hunter Price. Es ist nicht überragend und Arthur Abele nur Vierter und Letzter in diesem Lauf mit 50,20. Also weit, weit weg von den Zeiten, die er vor Jahren abgeliefert hat. Und Linton Victor hat es wirklich geschafft, zum zweiten Mal in der noch jungen Saison 48,85 zu laufen, hat also seine Bestleistung 2022 heute eingestellt. Linton Victor liegt da noch immer nah an der Ziellinie, ausgepumpt, erschöpft, auch Dubek. Aber den ersten Tag, die erste Hälfte dieses Teamkampfs haben sie erledigt, haben sie geschafft. Jetzt heißt es warten, was die anderen noch laufen, wie viele Punkte die anderen noch bekommen. Und dann werden sie wissen, wo sie sich einordnen im Zwischenstand. Victor, der Dritter war nach vier Disziplinen mit der Möglichkeit, sich da vorne festzusetzen. Ah, Baptiste Thierry geht auch raus, ist nur 1,76 hochgesprungen, ist da weit unter den Erwartungen geblieben, der 20-jährige Franzose, und hat offensichtlich den Wettkampf jetzt auch schon vorzeitig beendet. Also doch eine recht hohe Ausfallsrate bei den Männern an diesem ersten Tag hier in Vorarlberg. Finde Gaio, der ist gut unterwegs, insgesamt betrachtet, ist schon einmal 47,74 gelaufen und ist damit der schnellste Mann in diesem Vorlauf, der jetzt aus nur noch drei Athleten besteht. Niklas Kaul auf Bahn 5, der Weltmeister von 2019, der ehemalige Junioren-Europameister. Mit 48,09 als persönlicher Bestleistung über die Stadionrunde. Und Rick Tham auf der Bahn 6 ist nur ein paar Sekunden langsamer gewesen bis jetzt in seiner Karriere. Also die liegen auch recht eng beisammen mit ihren persönlichen Bestzeiten. Kann ein enges Rennen werden in diesem dritten von vier Läufen. Schneller und erfolgreicher Startvergang. Ganz außen also. Rick Tham, der Niederländer. Und dann kommt der Finlay Gaio, sonst stark auf, ist vorbei an Niklas Kaul. Aber der hat einen guten Tempomacher außen mit Rick Tham. Der ist stark unterwegs nach wie vor, der Niederländer. Hälfte ist absolviert. Zweite Kurve und für Darm schwierig natürlich. Der sieht der andere nicht, der spürt sie auch nicht. So deutlich ist er voran und kommt ja als Erster auf die letzte Gerade. Rick Darm zieht das, wie es scheint, durch. Tolles Rennen. Kaul kommt auf, greift noch einmal Finlay Gaio an, aber vorneweg eine super Zeit. 47,28. Rick Tham. Also das ist stark. 48,13 war seine persönliche Bestleistung. Und jetzt ist er fast 9 Zehntel schneller. Großartig, diese 400 Meter Vorstellung von Rick Tham aus den Niederlanden. Ja.
eine Saisonbestleistung. Es kommt auch gute, wichtige, wertvolle 944 Punkte für diese Zeit. Von Anfang an hohes Tempo und er hat das wirklich halten können, er hat das durchziehen können, hat da keine Schwächen gezeigt und das, wie gesagt, in dieser schwierigen Position auf der Außenbahn deutlich vorne weg zu laufen. Hat er vielleicht den einen oder anderen Blick auf die große Video-Wall, auf die sie da auf der Gegengerade mehr oder weniger zulaufen, riskiert. Das hat ihm vielleicht Anhaltspunkte gegeben. Hat ihm auch Feedback gegeben, dass er da wirklich gut unterwegs ist und er hatte heute die Kräfte und die Reserven, das auch zu Ende zu bringen. Gratulation, Rick. So kann man den ersten Tag beenden. So stark wie nie zuvor. So, jetzt geht's bei los. Lauf. 400 Meter. Und das ist eine Zeit, die er hier vorgelegt hat, diese 47,28, die wird jetzt auch keine leichte oder keine leicht erreichbare Marke sein für die Herren, die noch kommen, für die fünf Letzten im vierten Lauf, über 400 Meter der Männer. Das sind die Schnellsten im Feld, aber dennoch müssen die sich jetzt ordentlich anstrengen, um dann noch schneller zu sein. Simon Ehammer, 47,27, persönliche Bestleistung, so wie Sven Rosen, das sind die beiden, die an den Außenbahnen hier nominiert sind. Und dann Kai Kaczmarek, Malik Diakité und Damien Warner auf Platz 5. Das ist Kai Kaczmarek, 46,75, bringt er mit. Sein junger Landsmann, Malik Diakité, fast auf die 100. Sekunde gleich schnell. Bis jetzt in seiner 10-Kämpfer-Karriere 46,76 ist er heuer gelaufen. Und er spricht vielleicht ein wenig mehr für den jungen Mann auf Bahn 4. Neben ihm Damien Wollner, der eine Gesamtwertung eben eine halbe Sekunde Vorsprung hat auf den Schweizer Simon Ehammer auf Bahn Nummer 2. Ehammer innen hat also auch hier die Konkurrenten vor sich. So, super Start von Ehammer, das hat perfekt gepasst. Wollner beginnt sehr zügig, sehr schnell, sehr entschlossen. Hat Sven Rosen schon eingeholt. Kaczmarek hat gut begonnen, ist vorbei an Diakité, der eigentlich auch ein guter 400-Meter-Läufer ist. Und Ehammer innen ist dran. Also der läuft stark, der Schweizer. Ist an sich langsamer, was die Endzeit betrifft, als Damien Wollner, aber heute ganz stark auf den ersten 300 Metern. Und der ist sogar vorne. Der kommt sogar als Führender, aber das Rennen ist eng. Jetzt Diakité mit dem super Finish. Aber Wollner nur knapp vor Ehammer, der kämpft, jetzt ein bisschen verliert. Aber das war, glaube ich, keine halbe Sekunde zwischen den beiden. Jedenfalls, das wird ein ganz knapper Zwischenstand nach 5 Disziplinen, nach dem ersten Tag. Wollner ist nicht zufrieden, schüttelt den Kopf. Die Siegerzeit 47,42 und das heißt, Rick Tham ist der Gewinner der 400 Meter. Die 47,28 des Niederländers wurden hier nicht mehr unterboten.
Diakite 47,42, dann Wollner 47,92, also noch knapp unter 48 Sekunden. Rosen 48,07, auch mit Saisonbestleistung. Dann Kasmirek 48,28 und Simon Ehammer 48,44. Ja, das ist genau die halbe Sekunde. Es sind 52 Hundertstel Unterschied zwischen den beiden. Zwei Punkte, Boris. Und das heißt, es sind zwei Punkte jetzt nach fünf Disziplinen. Ja, ich habe es vor. Aber der liegt eigentlich der Schnellste im vorigen Lauf mit 47,28. Also der liegt darf sich dann morgen über den. Also der Kampf des Schweizers hier auf der Innenbahn, und es war ein großer Kampf, das hat man gesehen auf den letzten 30, 40 Metern, der hat sich gelohnt. Er bleibt der Führende. Er hat weiter diese unter Anführungszeichen Startnummer mit dem Schriftzug Leader. Er behält diesen Titel Führender, und das ist vielleicht auch für Damien Wollner eine ungewohnte Situation. Der hatte diese Auszeichnung nur nach dem 100-Meter-Lauf, seither nicht mehr. Aber gleich kommen wir im Detail zum Gesamtergebnis nach dem ersten Tag. Wir sehen noch einmal die Studien. In der Mitte der schnellste Mann in diesem Lauf, Malik Diakite, der ein super Finish hatte, der sich das auch gut eingeteilt hat. Hat am Ende gar nicht den Eindruck gemacht, aber entschieden wird das Rennen in der zweiten Hälfte und vor allem dann auf der Zielgeraden. So, im vierten Lauf also Malik Diakite 47,42, deutlich vor Wollner, Rosen, Kasmirek und Simon Ehammer. Zwar nur Fünfter, aber mit, denke ich, wertvollen 888 Punkten für seine Gesamtbilanz des ersten Tages. Anerkennung dem jeweiligen Konkurrenten. Entgegenbringend sehen wir hier die beiden, Damien Wollner und den Mann, der weiterführt mit dem fast kleinstmöglichen aller Vorsprünge, Simon Ehammer. Denn der Zwischenstand bei Halbzeit des Hypo-Mehrkampf-Meetings 2022 sieht wie folgt aus. Zwei Punkte Unterschied zwischen Ehammer und Wollner. Linden Viktor bleibt Dritter, Kai Kasmirek jetzt Vierter, Finde Gajo weiterhin im Spitzenfeld. Vor Hunter Price, Tam, Lillemetz, Diakite und Dubek. Die Punkte, die die beiden haben, 4, 6, 36. Was sagt da deine Hochrechnung aus? Wo kann es da hingehen? Ja, es schaut jetzt momentan viel knapper aus, als es morgen sein müsste. Ich hab's vorhin gesagt. Genau, 500 Punkte, fast Unterschied am zweiten Tag nach der Bestleistung. Und auch Linden Viktor hätte eigentlich den weit besseren Tag 2 als Simon Ehammer. Und auch Niklas Kaul, man möchte es kaum glauben, der nicht auf Seite 1 ist, würde nach Papierform so viele Punkte aufholen, dass er in diesen Vierkampf noch eingreifen könnte. Er ist Elfter nach genau. Tag 1 und Jan Nitsche mit 3,886. Wie gut ist der unterwegs in Richtung einer Verbesserung? Er hat jetzt wieder Punkte verloren natürlich. Ja, genau, ja. Drei Punkte hinter Bestleistung, die bei 7,1,15 steht. Also auch das wird spannend zu verfolgen, ob er sich steigern kann. Und Andi Blum hat da einen sehr illustren Kreis an Athleten um sich geschart. Ja, die beiden Besten des heutigen Tages sind bei mir Simon Ehammer und Damien Wollner. Simon, was für ein Tag, 2 Points, 2 Punkte vor Damien. Ja, was sagen Sie zu Ihrem ersten Tag? Ja, lief so wie gewünscht, dass ich noch einen draufsetzen kann auf Ratingen. Bin noch nicht überall zufrieden, aber ein genialer erster Tag. Damien, some words about Simon. Ein paar Worte zu Simon, ein paar Worte zum Kollegen, zu seinem Weitsprung. He makes me a better athlete. You know, every single time I come out here, he's always pushing me, you know. Last year, I remember he called me out in the press conference and said that he wanted to beat me after 3, and he's beating me after 5 now. So, just shows you what kind of athlete he is. Also, großes Lob von Wollner für den Schweizer. Er sagt, er macht mich einfach besser. Letztes Jahr hat er schon gesagt, er möchte stärker sein als ich nach 3 Disziplinen. Heuer hat er gesagt, er möchte stärker sein als ich nach 5. Hat es umgesetzt und er nimmt mich mit, er motiviert mich. We're really close right now, and we just got to come out and battle it tomorrow in the hurdles and take it from there. Klar, jetzt ist es eng, jetzt ist es spannend, morgen wird es entscheidend. Nicht umsonst sagt man nach 10 Disziplinen, wird abgerechnet. Ja, also bei mir ist sicher der erste Tag der deutlich stärkere. Ich versuche natürlich auch im zweiten immer besser zu werden. Und ich sage,
es ist ein guter Grundstein gelegt. Also sprich nichts dagegen, morgen nochmal so einen Tag hinzulegen. Und ich bin echt motiviert. Und wie ich gesagt habe, ich möchte so lange wie es geht an Damien dranbleiben, weil er ist die absolute Nummer 1. Und bis dann konnte ich's. Und jetzt werde ich weitermachen. Thank you, danke. Good luck for tomorrow, guys. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch den Österreicher bei uns. Jan Mitsche kämpft sich zu mir nach einem unglaublich harten Tag. Jan, es war ganz bitter zum Schluss. Sie sind jetzt lange gelegen. Sind Sie schlicht und einfach die 400 zu schnell angelaufen? Verhältnismäßig schon, ja. Ich weiß eigentlich, dass ich gut in Form bin über die 400. Aber irgendwie waren die letzten 50 dann einfach richtig brutal hart. Und die Beine konnten überhaupt nicht mehr. Trotzdem ein großartiger Tag. Gibt es irgendein Event, irgendeine Disziplin, die Sie besonders freut? Ja, der Kugel war konstant gut. Der war so wie erwartet. Hochsprung war ein bisschen unerwartet gut. Ja, mit der Fußverletzung waren die 94 doch auch schon stark. Wir haben dann nicht über 90 gerechnet. Ja. Morgen der Ausblick vielleicht noch. Gibt es eine Disziplin, wo Sie sich auch besonders drauf freuen oder sich besonders verbessern möchten? Ja, auf jeden Fall der Diskus, der Speer und die 1500 will ich mich im Vergleich zu meinem besten Zehnkampf schon noch verbessern. Wir haben ja konstante Hürden laufen, konstanter Stab hoch. Dann hoffe ich, dass es ein guter zweiter Tag wird. Live im Jahr 2022 und wir sehen gleich die... Ich freue mich gleich auf die erste Disziplin, auf diese 110 Meter Hürden. Mit vier Läufen wird hier diese Disziplin entschieden und gleich im ersten Lauf sind interessante Athleten mit dabei, weil zum Beispiel Linden Victor gute Chancen hat auf ein Spitzenergebnis am Ende des Tages, vielleicht sogar auf einen Podestplatz. Der Mann aus Granada ist hier mit dabei. Und dann sind auch durchwegs Athleten am Start, die nach fünf Disziplinen über ihren bisherigen Bestleistungen liegen. Die könnten also allesamt neue persönliche Punkterekorde am Ende des Zehnkampfes aufstellen. Wie zum Beispiel ganz rechts im Bild der junge Tscheche František Dubek, 20 Jahre jung. Er ist der Junioren-Weltmeister. Und guter Zehnter im Zwischenklassement. War gestern allerdings nach dem 400-Meter-Lauf völlig ausgepumpt, ist wirklich minutenlang, gefühlt eine Viertelstunde neben der Ziellinie gelegen, um sich nur irgendwie zu erholen von den Strapazen des ersten Tages. Und ich hoffe, er hat die Nacht gut verbracht, ist locker und gut drauf für heute. Malik Djakite auch gut unterwegs, was seine Punkte betrifft. Er ist 22 Jahre jung und ist fast 170 Punkte besser als bisher nach fünf Tagen. Ja, und Linden Victor habe ich angesprochen, ist in der Gesamtwertung auch sehr gut unterwegs im Augenblick als Dritter. Und Fran Bonifacic, der Kroate, er ist Außenseiter in diesem Rennen und auch in der Gesamtwertung. Was diese Disziplin betrifft, bringt Linden Victor grundsätzlich die schnellste Zeit mit, die beste Leistung dieser vier Athleten. Aber wir haben im Verlauf des gestrigen Tages sowohl bei den Damen als auch bei den Herren in den einzelnen Disziplinen schon viele neue persönliche Bestleistungen erlebt. Warum nicht gleich auch zum Auftakt des zweiten Tages. Alles Gute den Athleten. Der erste Start des heutigen Tages hat geklappt. Dubek mit Schwierigkeiten an der ersten Hürde. Linden Victor ist gut in den Rhythmus gekommen, liegt vorne. Jetzt kommt der junge Deutsche, Djakite, enges Duell. Die beiden treiben sich an, Linden Victor setzt sich ab. Dann Djakite und Dubek Dritter. Vierter der Kroate Bonifacic. Zeit für den Mann aus Grenada, Linden Victor. Inoffiziell 14,66, also da bleibt er rund zwei Zehntel über seiner persönlichen Bestleistung. Hier noch einmal ein paar Impressionen aus diesem Lauf. Die werden bestätigt, 14,66, das ergibt 891 Punkte. Zweiter mit 14,98 Malik Djakite. František Dubek mit einer neuen persönlichen Bestleistung, New Personal Best with 15,08. František Dubek 15,08
und Frank Bonifacic mit 15:36, 15.36. Frank Bonifacic, das war also der erste Lauf. Race 1. Linton Victor kommt also als erster hier ins Ziel, verfehlt seine persönliche Bestleistung, läuft aber eine ordentliche Zeit mit 14:66 und gut in seinem Windschatten sowohl Malik Cirkete, der junge Deutsche, 14:98, das ist für ihn ein wirklich starkes Ergebnis, und František Dubek, der Tscheche, mit neuer persönlicher Bestleistung von 15:08 über die 110 Meter Hürden. Und die Erwachsenenhöhe, denn bei den Juniorenwettkämpfen, die er zumeist bisher bestritten hat, sind ja die Hürden nicht ganz hoch, sind sogar knapp unter einem Meter. So, Niklas Kaul, der nicht in den Top 10 liegt, aber Chancen auf ein Spitzenergebnis hat, weil er einen starken zweiten Tag hat, ist auf Bahn 2 zu sehen. Dann Jan Mietzsche, der einzige Österreicher im Bewerb, auf Bahn 3. Und dann noch Rick Tam, der Niederländer, und Maisel Uibo, der Este. Und da sind wir schon drauf, live dabei auf der Bahn 2. Niklas Kaul hatte gestern Probleme am Bein beim Hochsprung, hat da nach einer übersprungenen Höhe im Prinzip den Wettkampf dann sehr früh abgebrochen, wollte da nichts riskieren, weil er eben heute am zweiten Tag noch durchhalten möchte bis zum Ende. Und das gilt natürlich auch für Jan Mietzsche, der in der Schweiz das Licht der Welt erblickt hat, dort auch trainiert, dort auch gefördert wurde und wird und sich hier in Götzis erstmals präsentiert. Rick Tam, sehr starker Siebenter, liegt auch weit über seiner persönlichen Bestleistung. Bis jetzt nach 5 Disziplinen 220 Punkte besser, also der hat eine große Verbesserung hier in Aussicht. Maisel Uibo war schon stärker. Will aber auch heuer wieder um ein gutes Ergebnis bis zum Ende mitkämpfen. Und er ist gemeinsam mit Jan Mietzsche vielleicht hier auch als Favorit zu sehen, was den Laufsieg betrifft. Also Bahn 2 und Bahn 5, aber die BBs aller vier Athleten liegen da recht eng beisammen. Auch Niklas Kaul mit einer sehr schnellen 110 Meter Hürdenzeit. Ich würde doch sagen, in Wahrheit ist das hier völlig offen. Alles möglich in diesem zweiten Lauf über 110 Meter Hürden. Aber Daumen halten vor allem natürlich für Jan Mietzsche. Guter Start von allen vier Athleten. Ja, Mietzsche ist gut weggekommen. Ja, Mietzsche neben dem Rick Tam. Kämpft hier ein gegen Rick Tam. Gutes Finish auch von Niklas Kaul, aber Tam gewinnt vor Mietzsche. 14:46. Der Niederländer reißt den rechten Arm hoch. Auch Mietzsche gratuliert sich mit Applaus. Selbst ist zufrieden mit dieser Zeit. Rick Tam hat seine persönliche Bestleistung um ein paar Hundertstel unterboten. Jan Mietzsche liegt nur ein paar Hundertstel drüber. Guter Beginn des Österreichers, würde ich sagen, hier am zweiten Tag. New Personal Best, bisher 14:51 für den Rick Tam. Jetzt eine neue persönliche Bestleistung. Congratulations, Rick. New Personal Best mit 14:45. Zweiter mit 14:53 Jan Mietzsche. Das sind 907 Punkte für unseren Österreicher. Gratuliere, Jan. Knapp dahinter mit 14:59. Ja, ein sehr runder Lauf von Jan Mietzsche, der da immer gut zu den Hürden und über die Hürden kommt und auch am Ende noch Reserven hat und fast an seine PB herankommt. Sehr gute 14:53 für den 20-Jährigen. Bringen ihm hier wichtige Punkte für ein wirklich starkes Gesamtergebnis. Ja, und für den Jan Mietzsche bedeuten die 14:53 neue Saisonsbestleistung. Niklas Kaul, 14:59, ist okay, nicht überragend, aber sehr stabil. Und Maisel Uibo, 14:95 für den Esten, der hier doch deutlich Rückstand hatte.
Ja, leider ein weiterer Ausfall. Risto Lillimetz, der Erste, ist auch nicht mehr mit dabei. Das Feld wird noch kleiner. Es waren noch 17 Athleten heute am Beginn eigentlich gemeldet für den 110 Meter Hürdenlauf. Jetzt ist mit Lillimetz ein weiterer Kandidat rausgefallen. Und daher sehen wir nur drei Athleten jetzt in diesem dritten Rennen. Hunter Price, ganz rechts im Bild, gestern Bester im Hochsprung, dann Sven Rosen, der Niederländer, und Kai Kaczmarek aus Deutschland. Die drei Herren auf den Bahnen 2, 3 und 4. Das ist Kaczmarek, der Vierte ist in der Gesamtwertung nach 5 Disziplinen. Hunter Price, Sechster, liegt punktemäßig nah dran an seinem bisher erbrachten Optimum. Und der Niederländer Sven Rosen, 20 Jahre jung. Er liegt an der sechsten Stelle nach dem ersten Tag. Hunter Price. Auch schon mit über 4000 Punkten nach 5 Disziplinen. Aus den Niederlanden kommt der Mann auf der Bahn 3. Er liegt an der 12. Stelle nach dem gestrigen Tag. Sven Rosen. Bahn auf der Bahn 4 kennen wir alle, er liegt an der vierten Stelle aus Deutschland, Kai Kaczmarek. Und der vierte im Bund auf der Bahn 5 aus Estland, an der achten Stelle nach 5 Disziplinen, Risto Lirmitz. Ah, ist eh mit dabei, mein Fehler, pardon, warum habe ich jetzt gedacht, dass der nicht läuft? Ich habe mich irritieren lassen, wahrscheinlich, weil keine Saisonbestleistung angegeben war. Es ist noch früh. Zu früh. On your marks. Also ich hoffe, ich komme jetzt über alle weiteren Hürden verbal gut drüber. Gleiches gilt für die vier Athleten, die wir jetzt sehen. Nämlich, dass sie gut über die Hürden kommen. Set. Ja, Kaczmarek mit einem super Start, war sehr schnell an und über der ersten Hürde. Lillimetz außen, aber jetzt super nach, kurzer Zögerer und daher innen. Hunter Price am Ende der schnellste, der erste im Ziel in einem sehr interessanten Lauf, 14:37. Ich glaube, der Amerikaner ist damit zufrieden, ist nah dran an seiner persönlichen Bestleistung. Guter Start für ihn in Tag 2. Hunter Price bisher 14:35, jetzt einmal inoffiziell 14:37. Ja, und das wird bestätigt. New Personal Best 14:35. Hunter Price. Ja, das ist die PB. 14:35 die Zeit für Hunter Price. Der Sechste der Gesamtwertung schreibt hier wirklich sehr ordentlich an über 110 Meter Hürden. Kai Kaczmarek, 14:56, der Dritte in diesem vierten, dritten Belauf. Und Sven Rosens Zeit bekommen wir auch gleich. 14:72, 14.72 für Sven Rosen. Ja, bei der letzten Hürde passen die Schritte für Lillimetz nicht ganz. Bei Hunter ist der Rhythmus super. Der nimmt dann das volle Tempo mit und gewinnt diesen dritten Lauf über 110 Meter Hürden. Macht sehr gute 930 Punkte mit neuer persönlicher Bestleistung. Dahinter Lillimetz, Kaczmarek und Rosen. 14:72 die Zeit des jungen Niederländers, der ja nicht ganz an das herankommt, was er sich vorgenommen hat für heute. Die Linien heute wieder ideal. So, und jetzt der letzte Lauf über die 110 Meter Hürden mit Jack Flood, dem US-Amerikaner, mit Finlay Gayo, der sehr gut unterwegs ist, bis jetzt einen sehr starken Wettkampf zeigt, mit Damien Wollner und Simon Ehammer, den beiden, die an der Spitze dieses tolle Duell hier bieten, sind nur zwei Punkte voneinander getrennt, nach fünf Disziplinen und
Der deutsche Arthur Abele ist auch mit dabei in diesem letzten Hürdenlauf. Damit kommen wir zur Vorstellung der fünf Athleten des vierten Laufes 110 Meter Hürde. Also Stimmung gut da im Feld. Und ich erinnere an das vergangene Jahr, als Damien Warren hier sehr stark unterwegs war. Hoffentlich gelingt ihm das heute. Hoffentlich kann er die anderen da entsprechend mitziehen. Der Schweizer Finley Gallo. Finley Geyer, sehr guter Fünfter nach dem ersten Tag und punktemäßig auch auf persönlichem Rekordkurs unterwegs nach Tag 1. Auf der Bahn 4, der Mehrfach-Hyposieger. Der sechsfache Sieger dieses Meetings, Damien Warner, nur unter Anführungszeichen, nur Zweiter in der Gesamtwertung, aber er hat an sich den klar besseren zweiten Tag als er, als Simon Ehammer. Ist er im Prinzip so bis zu 500 Punkte besser, wenn alles normal läuft. Wir werden sehen, wie lange der Schweizer dieses Duell offen halten kann. Und dann haben wir noch Arthur Abele. Also im Vorjahr lief Damien Warner hier 13:36, war fast dran an persönlicher Bestleistung, aber so schnell wie er lief in Götzis noch keiner über die 110 Meter. Bahn 4, Warner, Bahn 5, Ehammer. Ja, guter Start von Warner, perfektes Timing und er ist deutlich vorne weg, aber Ehammer auf 2, Geyer auf 3, 13:49, wieder eine sehr, sehr gute Leistung am Beginn des ersten Tages von Damien Warner. Hier noch einmal das Ganze im Vordergrund. Jack Flood, der Amerikaner, auf Bahn 2. Ja, das passt von Beginn an bei Damien Warner. Und diese Zeit ist die zweitbeste jemals hier in Götzis gelaufen über 110 Meter Hürden. Also Damien Warner jetzt auf den Plätzen 1 und 2 in der ewigen Bestenliste. Auch heute zeigt er hier ein ganz starkes Hürdenrennen. 13:48 bestätigt. Und der Simon Ehammer 13:75. Das ist genau die gleiche Zeit, die er lief in Ratingen bei seinem Sieg. Also 8.354 Punkte machte am Ende. Wir haben jetzt einen Führungswechsel. Finley Geyer 13:86. Ja, der verliert da ein paar Hundertstel, ein paar Punkte, aber ist noch immer insgesamt gut unterwegs. Der Schweizer, der hier mit dem gelben Trikot läuft und diesen Lauf als Dritter beendet. Und wie erwartet, übernimmt jetzt nach 6 Disziplinen Damien Warner die Führung. Nach diesem Lauf, den er mit Saisonbestleistung beendet. Hier haben wir Saisonbestleistung eingestellt. Und Damien Warner hatte ja diese Startnummer, wenn ich so bezeichnen darf, mit dem Schriftzug Leader, die der Führende bekommt hier in Götzis. Gestern nur nach dem 100-Meter-Lauf. Danach war Ehammer vorne für die weiteren Disziplinen des ersten Tages. Aber jetzt ist der Favorit aus Kanada wieder auf Platz 1. Warner vor Ehammer und Gallo, der jetzt Dritter ist, hat Luke Victor sogar überholt, aber die sind nur 2 Punkte voneinander getrennt. Der Kampf um einen Podestplatz, der tobt.
Fünfter Kai Kasperek, 5199. Und Jan Mitscher jetzt eben 16. Hinter Abele vor Bonifacic. Jan Mitscher. Er wirft den Diskus außerhalb des Stadions in der Gruppe B. Kommt der Simon Röser und auf dem dritten Platz gibt es noch einen heißen Kampf. Der Linus Oblak hat den gewonnen. Und gleich sein erster, nah an die 40-Meter-Marke heran. Das gibt mit 38,65 Meter gleich wieder eine persönliche Bestleistung für Jan Mitsche in Disziplin Nummer 7. Ja, das war jetzt der erste Schwung, der erste Tranche von unseren schnellsten Mondfahrten. Emin Warner im Stadion, Wurfkreis. Ja, zuvor 47,23. Drei Versuche gibt's, auch wieder in dieser technischen Disziplin. Emin Warner höchst routiniert. Wir gleich einmal im ersten Durchgang versuchen, eine Marke zu setzen. Zum neunten Mal dabei, ihn dann entspannt weiter werfen lässt. Ja, Jubel brandet auf. Deutlich über 45 Meter, nah dran an der 50 Meter Marke. Für Demin Warner geht's gut weiter. Schafft mit 48 Metern 24 einen ausgezeichneten Beginn. Es bleibt dann auch seine beste Leistung im Diskuswurf. Er ist damit der zweitbeste Athlet im Feld. Niklas Kaul, der nächste. Simon Ehammer ist in dieser Disziplin nachweislich nicht auf dem Niveau von Damien Warner. Sagt er selbst, dass sein zweiter Tag noch ausbaufähig ist. 36,47 Meter hat er im ersten Wurf geschafft. Deutlich zu sehen, dass das noch nicht das Niveau des Kanadiers ist. Der Schweizer muss sich mit 36,98 Metern begnügen und das ist jetzt erstmals noch ein Rückschritt, der allerdings zu erwarten war. Gegenüber Warner verliert er da 231 Punkte in der Gesamtwertung. Aber ist immer noch exzellent unterwegs. In Summe. 43,20 Meter. Erste Weite. Geht's weiter mit Kai Kasmirek, dem Deutschen. 43,20 Meter. Gleich im ersten Versuch. Gut angeschrieben, der zweite ist noch ein Stück besser. Nicht hundertprozentig glücklich, aber gibt eine Steigerung auf 43,83 Meter zumindest. Kasmirek im Mittelfeld in dieser Disziplin. Und auch Niklas Kaul macht noch weiter. Hat nur 40,33 Meter geschafft im ersten. Der Top-Werfer, vor allem mit dem Speer. Zeigt aber auch im Diskus ein erfreuliches Abschneiden. Über der 45-Meter-Marke gelandet. Niklas Kaul schiebt sich damit mit 45,09 Metern zur viertbesten Leistung in dieser Disziplin. Es gibt natürlich wieder einige Punkte mehr für das Gesamtklassement. 769 Punkte sind es aktuell und damit kommen wir zu Linden Victor. Dabei bleibt es dann auch für Niklas Kaul. Michael Uibo. Einer der besten Diskuswerfer im Feld, hat mit 45,32 begonnen, dann 45,26, also sehr konstant. Aber in Richtung Damien Warner ist das schon noch ein Stück, der mit 48,24 ja im Klassement steht. Und Michael Uibo mit all seiner Routine setzt im dritten Versuch noch einen drauf.
Das sind jetzt Warner-Dimensionen. Uibo schafft eine Steigerung. Das dürfen jetzt knapp 46,5 Meter sein. Nicht weniger als 2,5 Meter gibt es noch plus für ihn mit 47 Metern. 81 ist er der Drittbeste hinter Damon Warner und hinter dem Mann, der die fliegenden Objekte am besten befördern kann. Hier in Götzis haben wir schon in der Kugel bestaunen dürfen und auch im Diskus ist keiner so stark wie Lyndon Victor. Diskus werfen. Auf der Anlage B auch ist es bereits beendet mit František Dubek, 42,31, Hunter Price, Zweiter mit 41,22. Gute Serie für den Nächsten. Für Fran Bonifacic. Das ist der Sieger des Kugelstoßens. Auch ein exzellenter Speerwerfer. Und jetzt hat Lyndon Victor seinen dritten Versuch im Diskuswurf. 47,37 im ersten, dann aber schon 53,02 Meter. Aber er ist einer für die dritten Versuche. Weitsprung, Kugel und auch im Diskus beweist er das. Also wenn die Tafel richtig steht, MR, deutlich über die 50 Meter. Also Meeting-Rekord, der stammt aus dem Jahr 1995, müssen Sie sich vorstellen, meine Damen und Herren, so alt ist der schon. Und jetzt? Lyndon Victor steigert sich auf 54 Meter, 85. Nur einer hat hier je besser geworfen. Aber seit vielen Jahren flog der Diskus beim Mehrkampfmeeting in Götzis. Nicht so weit, große Punkte natürlich, fast 1000 Zähler macht Lyndon Victor hier für diese fast 55 Meter Weite. Ja, meine Damen und Herren, das war es jetzt vom Zehnkampf nach 7 Disziplinen, wenn ich richtig gezählt habe. Und ich 7 Bewerbe sind absolviert und Lyndon Victor mischt weiterhin exzellent mit. Und er hat mit dem Speerwurf, so wie Niklas Kaul, noch etwas in der Hinterhand, um möglicherweise da entstehende Rückstände noch wettzumachen. Große Begeisterung. Ausgelöst von den Zehnkämpfern. Ja, vielen Dank. Die Stimmung ist sehr gut, endlich wieder Publikum und das motiviert auch die Athleten. Zu Top-Leistungen, Lyndon Victor hier mit einem denkwürdigen Wurf. Das bringt ihn nach 7 Bewerben auf 4 Punkte an Simon Ehammer heran. Warner jetzt schon deutlich voraus, dahinter spannender Zweikampf um die Ringe 2 und 3, dahinter das Paket ab Kai Kasmirek. Derzeit im Kampf um Rang 4. Der Stabhochsprung. Jan Mitsche schon mit Knieproblemen, Knöchelproblemen, schon etwas angeschlagen. Gerade im Stabhoch tut er sich da schwer. Schafft 4 Meter, lässt 4,10 aus und scheitert dann an 4,20 Meter. Damit verläuft der Stabhochsprung jetzt nicht gerade sehr punkteschwer für Jan Mitsche. Aber es ist immerhin doch schon die 8. Disziplin für den 20-Jährigen bei seinem Götzis Debüt. Und 4 Sprünge insgesamt für Jan Mitsche. Der eine gültige, der war über 4 Meter, eine Höhe, die sich auch Lyndon Victor anfangs auflegen hat lassen. Dann ist er erst wieder bei 4,40 Meter zurückgekehrt in den Wettkampf. Hat die 4,60 im zweiten geschafft. Und jetzt erster Versuch 4,70 Meter. Und der Superwerfer aus Grenada schafft es mit Ach und Krach. Auch schon relativ müde. Aber bleibt es dann auch? 4,80 Meter sind für Lyndon Victor an diesem Tag dann zu viel des Guten. Jetzt
Nächste Höhe, die wir sehen, sind 4,80 Meter. Aufgelegt für Finley Gallo auf der Anlage B. Und dort ist der junge Schweizer der Beste, wenn auch knapp. Nicht weniger als 6 Höhen vorher, alle im ersten Versuch genommen. Die 4,80 schafft er im zweiten Durchgang und egalisiert damit seine eigene persönliche Bestleistung. Auch Glück hier, touchiert die Latte, aber sie bleibt dort, wo sie hingehört. Bleibt liegen und Damon Warner. Wie eine wichtige Disziplin, dieser Stabhochsprung. Hat doch der Superstar noch Potenzial nach oben. Aber er beweist auch hier Nervenstärke. Viel versucht bei 4,60, bei 4,70. Aber keiner bei 4,80 Meter und auch bei 4,90 Meter. Diese Höhe packt Damon Warner und das ist für ihn schon eine sehr gute, erfreuliche Marke. Auch hier jetzt wieder die Zuschauer alle auf die andere Seite gewandert, dort wo die beiden Stabhochsprunganlagen in der Kurve für Begeisterung sorgen. Drei Athleten sind stärker als Damon Warner. Kai Kasmirek, 5 Meter, letzter Versuch, er schafft's. Gratulation an den Kai Kasmirek. Erst bei 4,70 eingestiegen, hat sich bei 4,80 einen Fehlversuch geleistet und knapp aber doch für die 5 Meter und damit 910 Punkte in die Gesamtwertung mitnehmen. Ja, Linden Victor hat Punkte gelassen. Damon Warner ist bei 4,90 fertig und jetzt geht es um die Einstellung der persönlichen Bestleistung. Für Simon Ehammer 5,10 Meter aufgelegt. Von 4,60 Meter weg kein einziger Fehlversuch. Alle im ersten Sprung genommen. Und wieder ist Simon Ehammer unter den Allerbesten. Ja, dann nimmt der Linden Victor mehr als 120 Punkte ab. Auch Damon Warner 60 Punkte. Aber vor allem geht es für ihn natürlich um ein riesen Gesamtergebnis. Nur so viel sei verraten, er konnte sich jetzt ordentlich absetzen. 5,10 Meter für Simon Ehammer. Ein absoluter Topwert. Ein Athlet, der ist erst bei 5 Meter eingestiegen, hat diese 5 Meter gleich geschafft, hat 5,20 Meter dann allerdings erst im dritten Versuch gepackt und probiert es jetzt über 5,30 Meter. Michael Uibo. Das hat er gepackt. Damit ist Michael Uibo der Beste im Stabhochsprung, macht 1004 Punkte für die Gesamtwertung. Mutiger Einstieg bei 5 Metern, als der Großteil schon draußen war aus dem Wettkampf, aber mit den 5,20 im dritten Versuch hat er die heikle Grenze überschritten und die 5,30, die waren deutlich. Dabei bleibt es dann aber auch für Michael Uibo als Sieger des Stabhochsprung-Teilwettbewerbs. Ja, somit rückt Simon Ehammer näher an Warner und weg von Linden Victor. Michael Uibo schiebt sich auf Rang 7. Kasmirek bleibt weiterhin Vierter. Es folgt der Speerwurf. Das ist die letzte technische Disziplin und ausgerechnet da setzt strömender Regen ein in Götzis. Jan Mitsche zeigt eine sehr gute Serie. Der beste Versuch ist der zweite für ihn. Knapp an die 50 Meter Marke. Schnell wieder in Deckung gehen, um nicht allzu nass zu werden.
48,65 Meter oder erste. Der zweite, der zieht auf 49,86 Meter. Persönliche Bestleistung für den 20-Jährigen. Auch sein dritter Versuch ist dann fast genau gleich weit, nur ein paar Zentimeter kürzer. Gruppe A wirft dann eine Stunde später, da ist es wieder etwas freundlicher in Götzis, Kai Kasmirek. Mit einem exzellenten Wurf an die 60 Meter. 59,01 waren sie im ersten. Und er steigert sich noch einmal um ein Stück auf 59,86 Meter. Der dritte Versuch ist dann eine Zentimeter kürzer, aber Kasmirek ist der drittbeste an diesem Tag im Speerwurf. War dieser Wurf weiter. Damit kommen wir zum Zweitplatzierten im Speerwurf der Gruppe A, Lindon Victor. Sein erster 60 Meter, auch ein Ziel für Damian Warner. Der erste war 57,18 Meter, hätte er gern noch mehr. Und da kommt er auch ein Stück. Die Linien sind bei 55 und 65 Metern in der Wiese. Eamon Warner bringt ebenfalls eine sehr solide, konstante Serie von drei guten Würfen. Der zweite ist sein bester, er landet auf 58 Metern. 62, ein Stück hinter Kasmirek, aber das ergibt 717 Punkte für das ein Stück vor Ehammer. Ja, und so schnell ist dritte landet bei 57,31, bleibt also kürzer. Das ist der nachweislich beste Speerwerfer im Kreis der Zehnkämpfer, Niklas Kaul. Er kann auch über 70 Meter werfen. Und da ist er auch sehr nah dran. Der erste war nur 65,09, der zweite 66,78 Meter für Niklas Kaul. Also noch Luft nach oben und das verbessert er im dritten Durchgang. 69,29 Meter, damit ist er erwartungsgemäß, damit Abstand beste im Speerwurf. 69,29 knapp, aber er steigert sich 69,29 und das gibt wertvolle 800. Mit 879 Punkten natürlich auch eine starke Marke und eine Verbesserung im Feld der Top 10, denn da ist ja nicht so viel Unterschied von den Rängen 3, 4 bis 19. Niklas Kaul macht da den nicht so guten Hochsprung wieder vergessen. So, der Beste in der Kugel, der Beste im Diskus, aber der Zweitbeste nur im Speerwurf hinter dem überragenden Deutschen, das ist Lindon Victor. An die 65 Meter Marke heran, auch wieder ist es der dritte Versuch, der dem Mann aus Grenada den besten Wert bringt. Eingestiegen mit 62,53, dann nur 59,15 und letztlich 63,93. An die 65 Meter Marke hin mit 63,93 Metern. Da holt Lindon Victor jetzt wertvolle Punkte gegen Simon Ehammer heraus im Kampf um Rang 2 hinter dem klar führenden Damian Warner. Das wird eine knappe Geschichte für den abschließenden 1500er. Simon Ehammer. Nur 53, 54, aber dann über 55 Meter im letzten Versuch. Und auch da holt sich der 22-Jährige erstens seine persönliche Bestleistung. Und zweitens wichtige Körner, umgerechnet in wichtige Zehntelsekunden und Sekunden für den Abschlussbewerb. 55,98 Meter für Simon Ehammer. Ist der dritte Versuch, der beste. Und damit macht er es. Um Rang 2 noch einmal richtig spannend. Und damit kommen wir schon zum letzten Athleten in diesem
Ihrer Wurf. Bisher 58,62 und jetzt sind wir gespannt, ob Damien noch einen draufsetzen kann. Also 55,98 und damit ist Ehammer auch sehr gut auf Kurs. Schweizer Rekord, Damon Warner, 243 Punkte vor Ehammer und dahinter nur 7 Punkte zurück, Linden Victor. Niklas Kaul hat sich auf Rang 5, wie erwartet, nach vorne katapultieren können. Es folgt der Abschlussbewerb über die 1500 Meter. So, der letzte Bewerb wird, wenn es wahr ist, in einem Lauf wie üblich ausgetragen. Wir haben noch 16 Athleten im Zehnkampffeld, also von den ursprünglich einmal irgendwann geplanten 30. Ist jetzt nur noch das halbe Feld da. Es waren am Ende dann noch nicht 30 Gemeldete, aber immerhin, so viel Platz gibt es hier für den Wettkampf. Noch die letzten Vorbereitungen wieder. Ist natürlich wichtig, das Namensschild anzubringen mit den jeweils 4 Nadeln vorne und hinten. Also 8 Sicherheitsnadeln müssen auch immer im Gepäck sein. Nicht nur 10 Paar Schuhe für die 10 Disziplinen. Das ist das Starterfeld mit der persönlichen Bestleistung. Da sehen wir auch wieder gravierende Unterschiede. Niklas Kaul beispielsweise, der in der Gesamtwertung Fünfter ist, ist der wahrscheinlich Beste mit 4,15 Bestzeit über die 1500 Meter. Da geht es auch darum, wer kann sich noch quälen, wer kann sich da noch überwinden in einem Wettkampf, der für viele wahrscheinlich schon echt eine große Belastung war. Wir sehen bei Ehammer und Linden Victor fast die auf die Sekunde gleiche Bestleistung und die beiden trennen auch nur 1,14 Sekunden. Ganz exakt. Damon Warner hat eine super Bestzeit, die braucht aber auch, falls er doch noch 8.900 Punkte und damit den drittbesten Wert in der Götzis-Geschichte schaffen will. Ich fürchte, das würde er nicht tun. Dann müsste er sich schon wirklich extrem verausgaben. Ansonsten bei 4,30, 4,40. Jan Mitsches Zeit 4,47. Er hat selber gesagt, er würde gern 7.300 Punkte machen. Dann müsste er 4,42 laufen. Also mit den Knieschmerzen, die er vorher schon auch beschrieben hat, ist das, glaube ich, eher eine sehr riskante Prognose, würde ich mal behaupten. Aber die Bestleistung, die ist ihm einfach zuzutrauen. Wenn er unter 5 Minuten deutlich bleibt, dann geht es in Richtung 7200. Also das Spannendste wird wohl sein, wer wird Zweiter hinter Damon Warner? Welche Punkte macht Damon Warner am Ende und wie geht es Jan Mitsche in seinem ersten Götzis-Zehnkampf? Und vielleicht auch noch, wie weit kommt Niklas Kaul nach vorne, der aktuell Fünfter ist. Also er hat auf Kai Kasmirek etwa 19 Sekunden aufzuholen, dann wäre er bester Deutscher. Limit bei den Herren 8.350 für Eugene, 8.100 für die Europameisterschaft. Also Kaul als Weltmeister und Titelverteidiger braucht das Limit ohnehin nicht. Schauen wir, wie es dann nach dem 1500 Meter Lauf ausschaut. So, 16 Athleten in der Startliste. Dürfte auch stimmen, also Arthur Abele nicht mehr dabei, der ja schon den Salto Nullo zu verkraften hatte im Stabhochbewerb. Rick Tam, Bestleistung 4,26, macht einmal hier den Tempomacher. Schauen, wann der erste Athlet beginnt, hier auszureißen oder das Tempo zu übernehmen. Wenn es schnell wird, dann sollte es sich da um Niklas Kaul handeln. Der geht auch jetzt schon in Runde 1 vor. Knappe 4 Runden sind es ja. Also die 300 Meter jetzt und dann noch 3 Runden. Und der Applaus des Publikums ist Ihnen sicher. Jan Mitsch hat sich am Schluss eingereiht hier. Und vor ihm läuft Linden Victor.
Simon Ehammer, auch wenn ich es richtig sehe, da am Ende des Feldes. Also das wird natürlich eine Belauerung werden zwischen dem zweiten und dritten. Linden Victor muss eben exakt 1,2 Sekunden vor Ehammer im Ziel sein. Na, da sind die beiden. Schweizer Rekord 8.354, den müsste Ehammer egal wie nach Hause bringen, da muss er unter 5.12 laufen. Und es ist momentan eine Vierergruppe mit Niklas Kaul, mit dem jungen Niederländer Sven Rosen und Rick Tham, sowie auch noch mit dabei Fran Bonifacic. Dann die zweite Gruppe angeführt von Malik Diakite, ganze große Menge, aber jetzt reißt Linden Victor ab und auch Jan Mitsche. Zwei Runden vor Schluss, Simon Ehammer hat sich da angeklammert an die Gruppe, das könnte die Fixierung des zweiten Platzes sein. Sonne jetzt zum Abschluss wieder hier. Damon Warner im Hauptfeld, sozusagen im Peloton, wenn man so will, unterwegs. Rundenzeiten 1:10, also 70 Sekunden etwa. Wir werden dann bei der Glocke auch wissen, was noch drinnen ist für die Herrschaften bei ihrem finalen Spurt, wenn der noch möglich ist, natürlich nach zwei langen, harten Tagen. Niklas Kaul erwartungsgemäß vorne, kommt da durch, jetzt bei 3:12, also vielleicht zu 4:20, durchaus möglich. Dann Tham, Rosen, hinten schaut so aus, dass im Moment Damian Warner das auch jetzt nicht zu überragend wild angeht, kommt jetzt erst durch bei 3:30, aber was sich da jetzt tut, Jan Mitsche, und jetzt geht Simon Ehammer ein, komplett blau der Schweizer, wird von Linden Victor, ich will nicht sagen übersprintet, sondern überschlichen. Jetzt geht da dem 22-jährigen Shootingstar das Gas aus. 500 Meter vor dem Ziel, na das ist auch bitter. Jetzt werden die Vorletzter und Letzter im 1500er, wie es ausschaut. Und jetzt wird dann doch wieder diese Zeit von 5:12 schlagend bei Simon Ehammer, was den Rekord, den Schweizer Rekord betrifft. Das ist jetzt schon eine halbe Runde, die Niklas Kaul vorne legt. Der gewinnt hier federleicht, der Weltmeister, während hinten Niklas Simon Ehammer zusammenbricht. Tatsächlich sogar noch 4:16:32, Topzeit von Niklas Kaul, fast Bestleistung. Dann Tham und Rosen, die beiden Niederländer. Dann kommt JKT, dann der Kroate Bonifacic. So, und jetzt kommt Damian Warner in 4:39, würde ich sagen, etwa. Jan Mitsche hat, was waren das jetzt, 4:46 würde ich sagen in der Größenordnung, ja. Und jetzt kommt Linden Victor ins Ziel und der ist damit wohl Zweiter mit 4:55. Simon Ehammer, er finalisiert diesen Mehrkampf mit 5:08. Geben wir ihm noch 50 dazu, dann ist das neuer Schweizer Rekord für Simon Ehammer. Aber Linden Victor hat ihn noch geschnappt. Simon Ehammer wird Dritter, hat aber natürlich diesen 10-Kampf sind wir ja jetzt, von Götzis absolut geprägt. So, Jan Mitsche macht 7.279 Punkte. Der Bursche hat es wirklich fast geschafft auf die 7.3. Das ist natürlich überragende Bestleistung. Gratulation dem 20-jährigen Österreicher. Offiziellen Zeiten sind da, 4:16:31 für Niklas Kaul. Top-Finish des Weltmeisters, 8.303 Punkte holt er noch.
Frank Bonifacic aus Kroatien als Fünfter mit 4:31,14. Risto Lilimetz 4:33. Jetzt trudeln dann schon langsam auch die ganzen Zeiten ein. So, das ist das Ergebnis. Der Disziplinensieg geht wenig überraschend an Niklas Kaul, der sich auch damit. Verbessern hat können. Ja, der hat auch noch Kai Kaczmarek abgefangen, seinen Landsmann. Die ersten drei waren schon dann zu weit weg natürlich. Jan Mitsche, persönliche Bestleistung, klar, die 4:45. Wirklich super. Sein vierter persönlicher Rekord. Hat er echt Nervenstärke auch bewiesen. Über die zwei Tage. Damon Warner, da haben wir es jetzt offiziell. 8.797 Punkte vor Lyndon Victor. 8.447 am Ende, klare 70 Punkte. Da hat aber der eine dem anderen irgendwie jetzt nicht mehr viel nehmen können. Ehammer, Schweizer Rekord, wird sicher glücklich sein am Ende. Niklas Kaul noch auf 4. Kai Kaczmarek auf 5, Rick Tam, bester Niederländer, Michael Luibo dank des Stabhochs. Ja, und Jan Mitsche mit Bestleistung, 16. Die Platzierung ist wahrscheinlich jetzt weniger wichtig als die Punkte, die er da wirklich deutlich steigern hat können. Glückwunsch. Damien Warner hat zum 7. Mal hier gewonnen. Damien, you did it again, you can't stop winning in Görzis. Offenbar können Sie nicht aufhören zu gewinnen, es ist Ihnen zum 7. Mal wieder gelungen. I mean, a win's a win at the end of the day, so I'm happy with that, but a little disappointed with the overall score. Ja, mein Punkteergebnis macht mich nicht glücklich, aber ein Sieg ist ein Sieg, das zählt. You get a lead, and you're just chasing points, you know, and that's what I felt like I was doing near the end, is just chasing a score. Das ist manchmal schwierig, wenn man zwar in Führung geht, aber dann nur auf Punkte mehr aus ist und nur noch auf Punkte schielt. Das hat mir nicht wirklich gut getan. Sounds like you get a little bit away from your track against the end. Sind Sie da vielleicht vom Weg abgekommen, den Sie geplant hatten? What I try to do is I try to win a competition, and that's what I did here today. So I'm always going to be happy with that. Ich versuche einen Wettkampf zu gewinnen, das habe ich auch hier getan. A win against those guys means a lot. Aber natürlich gegen die Typen zu gewinnen, Simon, Victor und auch Niklas ist schon etwas wert. Yeah, it's tough because a big season is ahead, like you were saying. Ja, es ist schon schwierig, denn wir haben noch eine ganz große Saison vor uns mit der Weltmeisterschaft. Und ich habe natürlich auch letztes Jahr eine große Saison gehabt. Ich habe gemerkt, dass ich jetzt müde geworden bin am Ende dieses Wettkampfes. Aber da muss man aufbauen drauf. Ich weiß, ich habe die Geschwindigkeit, ich kann auch gut springen. Jetzt muss ich aber den Rest noch zusammenbringen für Eugene. You're gonna try it next year again to win it 8 times here in Götzis. Yeah, as long as these old legs are working, I'll be here in Götzis. Ja, solange meine alten Beine mich hierher tragen, werde ich in Götzis sein. Das ist mein Lieblingsplatz. Thank you, Damien. Heimat, fern von daheim. Fliegender Wechsel zu Jan Mitsche, dem Österreicher. Jan, ja, völlig entkräftet, völlig fertig, muss man sagen. Wie kann man sich diese Schlussrunde beim 1500 Meter Schlussevent so vorstellen ungefähr? Einfach laufen, es tut alles weh. Aber wenn man im Ziel ist, ist es umso schöner. Wie war es das Erlebnis? Eine tolle Leistung, ein tolles Ergebnis. Sind Sie rundum zufrieden mit dem Götzis Wochenende? Ja, es ist eine deutliche Bestleistung für mich. Ich muss schon sagen, ich muss schon zufrieden sein mit der Leistung. Ja, am Anfang habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, hier am aufzutauen, bis zum Kugel. Und danach hat es dann wirklich richtig Spaß gemacht, wie man gemerkt hat, wie das Publikum hinter einem steht. Es war einfach riesengeil. Wie war diese Erfahrung? War es ungefähr so, wie man sich's vorstellt, wie man es auch am Fernsehen miterlebt, dieses besondere Götzis-Feeling? Auf jeden Fall. Also es ist die Stimmung ist wirklich unbeschreiblich. Es ist schwieriger, als man denkt. Es ist gar nicht so einfach, mit der Stimmung umzugehen, aber es war einfach unglaublich schön. Sicher auch für den Rekordsieger. 7. Triumph von Olympiasieger Damien Warner in Götzis mit 8.797 Punkten. Die 9.000 sind es noch nicht geworden, so früh in der Saison. Und das Podest der besten 10 empfängt
den Stärksten unter ihnen. Alexandra Kiesinger, die Organisationschefin, gratuliert Damon Warner, der seinen siebenten Erfolg, den sechsten in Folge hier in Götzis klar gemacht hat. Dann doch 350 Punkte vor Linden Victor und Simon Ihammer mit Schweizer Rekord. Das ist das Abschlussbild der besten 10. Jan Mitsch als 16. auch mit einer sehr, sehr guten Leistung. Den 16. Platz von Jan Mitsch mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 7.279 Punkten. Damit geht das Mehrkampf-Meeting, was die Zehnkämpfer betrifft, 2022 zu Ende. Mit diesen Bildern freuen sich, glaube ich, noch ein paar junge Fans über von den Höhepunkten dieses Jahres im Zehnkampf der Männer in Götzis verabschieden. Herzlich bedankt im Namen der Athleten. Und den Athleten wünschen wir alles Gute für die Europameisterschaften und für die Weltmeisterschaft in Eugene. Good luck for you for the European Championship.